Frühstück habe ich, Mittagessen habe ich, was Süßes habe ich gegessen. Ich bin fit, Seppi, und du? Ich auch, ich habe Fischsemmel gegessen beim Betreten des Oktoberfestes und dann eine Ochsensemmel hinterher. Damit bin ich bestens gerüstet, stabil, Ruhe in mir selbst und bin jetzt zu allem bereit. Heute fahre ich ein bisschen raus. Ich meine, du bist ein Waschechter, ich bin ein waschechter Münchner. Wir müssen doch erkennen, ob das, was da so dahergeht, ein Münchner oder ein Nicht-Münchner ist. Eigentlich schon. Also fangst du an und sagst du eine und ich muss aussuchen oder einen und dann drehen wir es um. Na, fang doch du erst einmal an. Fang ich an. Gut, also pass auf. Warte mal, der da. Der da? Das ist einer, ja. Nein, das ist keiner. Ich sag, das ist keiner. Du sagst es. Ich sag, das ist einer. Heute. Wo sind denn Sie geboren? In Eichach. Eichach. Ja, das ist gut aber noch. Ah, das war noch. Also, das ist gut, fast von München noch. Ist das? Ja, circa 50. Ja, aber ist gut schon. Herzlich willkommen auf dem Oktoberfest. So, jetzt bist du dran. Jetzt schauen wir mal, wen haben wir denn da? Wer kommt denn da? Den Herrn, der jetzt da kommt. Ich sag nein. Münchner. Ich sag nein. Von wo kommen Sie? Aus München. Ja! Gebürtig? Ja. Ein geborener Münchner. Passing. Herzlichen Glückwunsch, Passing, du bist 2:0. Gell? So, wunderbar. Ah, sie. Sie da, die ja, Dame. Gut. Also, das ist eine Münchnerin. Ja, das muss ich ja. Das ist ja, Moment, darf, kann ich gleich, Entschuldigung, darf ich bloß wissen, wo Sie geboren sind? Geboren bin ich in Schlesien. Oh, haben wir beide verloren. Ja, aber seit wann sind Sie schon in München? Wie lange sind Sie schon da? Schon 70 Jahre. Ja, das ist gut, da war als Münchnerin. Oh, das ist gut. Also, das ist gut. Es war eher ein Unentschieden, also ja, wir haben alle gewonnen. Dankeschön, schöne Wissen noch. Gell, für gut. Servus. Da schauen wir, da drüben die zwei. Oh, die ja? Sind aber, ja, aber das sind, da kann man jetzt richtig reinfallen. Ja. Also, was sagst jetzt du? Sie, oder? Also ich sag nicht Bündner. Nein, das ist nicht Bündner. Sie fragen wir es immer schnell. Ja, komm, ich gehe jetzt mal aufs Risiko. Also, ich Risiko. Ich sag nicht Bündner. Geh aufs du Risiko. Ja. Where are you come from? Österreich. Na, ja. Seppi. Also er hat gesagt, sie sind eine Münchnerin, hat er gesagt. Nein. Nein, das sieht man doch schon her, von oben, von Kopf bis Fuß eine Münchnerin. Weiß-blau. Du hast gewonnen. Ja. Ja, 1:0 für dich. Gut, danke. Seppi, die Revanche folgt. Alles klar. Ich räche mich. Aber das wird jetzt. So, Angela ist da und wir dürfen da jetzt eine Spezialfahrt machen, oder? Ja, klar. Ja, gut. Also, wir werden jetzt uns in dieses Fahrgeschäft begeben. Beim Nauffahren haben wir die größte Chance, also beide gleich. Beim Runterfahren müssen wir mal schauen, wer die schönste Bavaria malt. Ja? Und entscheiden denn das dann bitte einfach also, die Menschen aus dem Volk? Ich kann ja so auch schon nicht malen. Ja, eben ja nicht. Aber ich sag das, wenn wir das lang genug aufheben, also so in 500 Jahren wird das einmal ein Picasso. Das glaube ich auch. Ein echter Schmidt. Ja. Ein echter Schmidt. Ob es ein Werkmeister auch nicht mehr alt geht, gehen wir. Ah, du fängst schon an. So, da war der hier drunter. Das schaut schon nicht mal so schlecht aus. Ja, also ich muss ehrlich sagen. Fragen wir doch gleich mal die. Die da? Die drei, oder? Welche ist jetzt die schönere Bavaria? Die da? Sag ich auch. Ja. Die auch. Ich wollte auch die. Bist du ganz sicher? Ja. Ehrlich? Ja. Okay. Ja, warte mal, schauen wir noch. Eine Chance gebe ich dir noch. Dankeschön. Vielen Dank. Das war seine, nicht meine. Warte mal. Welche ist die schönere Bavaria? Die da. Und was sagst du jetzt? Links. Adi. Ja. Seppi? Ja, verloren. Ich darf jetzt mal sagen, 1:1, oder? Ja, 1:1. Die Regal schon mal ich zugeben, also, hab ich es gleich gesagt, die konnte so auch nicht malen. Ja. Und da oben in der Achterbahn ist es noch schwieriger. Da sind sie. Und jetzt kommt die richtige Herausforderung. Jetzt Finale. Jetzt gibt es Arenas. Was gibt's jetzt? Arenas. Aha. Arenas. Seppi, Arenas habe ich gesagt, mach mal, gell? Ja. Ja. Also, ich habe jetzt da mal vorbereitet. Da kann man genau sehen, schau, also vorne und hinten einen Luftballon am Autoscooter. Und wer von uns zweien, die am längsten halten kann, der hat dann gewonnen. Gut. Der ist der Tagessieger, ist der klar, gell? Ja, klar. Ja. Du hast gesagt, du möchtest den weißen, ich nehme den weiß-blauen. Ja. Bist fit? Ja, ich bin fit. Steigen wir ein. Okay. Hoffentlich fährt mir keiner in meinen Rücken. Ah, das war schon. Ah, Gott, 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 Gott.
Ach, das ist doch, ja. Das gibt's doch nicht. Jetzt hab ich ihn. Jetzt hab ich ihn. Ich hol ihn runter. Ah, jetzt hat er. Das war's. 5 Sekunden habe ich es geschafft, oder? Ja, irgendwie sowas, ja. Maximal. Also ich war gefühlt eine Ewigkeit länger. Ja, also du hast eindeutig gewonnen, also da kann man jetzt nichts draus bütteln und rütteln und machen. Das schreit nachher förmlich einer Revanche fürs nächste Jahr. Das Jahr eindeutiger Sieger. Es ist also nicht die Frage Werkmeister oder Bürgermeister, sondern es ist Bürgermeister. Alles Gute. Danke, Berti. Mach einfach so. Servus. Viel Spaß. Ich gehe jetzt zum Milchtrinker, du trinkst ein Bier. Ja.